Ja, einen wunderschönen Nachmittag hier auf unserem Floating Home. Nicht wundern, es schaukelt ab und an. Das gehört zum Programm. Das ist der Hamburger Wind für die Nicht-Hamburger. Es gibt keine Schwimmwesten unter dem Sitz. Wenn es jemand wirklich übel ist, nehme ich es niemandem übel, wenn er aufsteht. Und hoffe, dass es nichts mit meinem Vortrag zu tun hat. Und ich freue mich so, die nächsten 25 Minuten mit Ihnen hier den Nachmittag ausklingen zu lassen. Ich stehe jetzt noch zwischen der Party und dem kleinen Abschluss drüben in der Elbphilharmonie und hoffe, dass ich Ihnen ein paar Einblicke geben kann. Ich bin David Vitrano von Xing Event Shooting und möchte mit Ihnen über eine Zahl sprechen. Die Zahl ist nicht die Zahl der Minuten bis zur Party. Die Zahl ist nicht der Countdown für ein fancy Video. Läuft ja aufwärts. Die Zahl ist die Time to Hire bei Xing. Das heißt, wie lange benötigen wir bei Xing bis zur Einstellung von neuen Menschen? Das sind 59 Tage. 59 Tage, ist das viel, ist das wenig? Ich sage Ihnen die Zahl nicht, weil wir sehr stolz auf die Zahl sind. Wir kommen von einer dreistelligen Zahl vor einigen Jahren. Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit, IAB, ermittelte 2017, das ist die letzte Erhebung, 102 Tage Time to Hire im deutschen Schnitt und 7 Jahre zuvor, 2010, waren das noch 40% weniger. Das heißt, wir sehen, diese Kennzahl ist überdurchschnittlich lang bzw. wurde überdurchschnittlich lang die nächsten Jahre. Und ich möchte mit Ihnen heute über welchen Zusammenhang gibt es zwischen Time to Hire und Recruiting und wie steht das im Kontext zu dem Unternehmenserfolg. Wie Sie das verkürzen können, ist der zweite Teil des Vortrags und aus meiner Sicht eigentlich der wichtigste Teil zu der Frage, welchen Einfluss haben wir auf die Time to Hire? Nochmal ganz kurz ein Wrap-up, wie sortieren wir das Thema Recruiting und New Recruiting in dem Kontext, in dem der ganze Tag steht, nämlich New Work. Es gibt einige Trends, ich habe neben irgendwie Leadership, Organisation, viele Dinge, die man im HR-Kontext im Zuge von New Work durchaus prüfend anschauen sollte, sind aus unserer Sicht drei Trends relevant für die Frage, wie sollte sich Recruiting verändern auf Basis der Veränderung. Das erste ist, es entstehen ganz neue Jobs durch neue Aufgaben, durch die Technologie, Digitalisierung hält überall Einzug, es gibt diverse Studien, wie viele Jobs wegfallen in den nächsten 20 Jahren, wie viele neue Jobs entstehen. Das stellt uns im Recruiting vor ganz neue Herausforderungen, weil wir nicht das Profil, das wir über Jahre gesucht haben, in Zukunft weitersuchen, mit einer Geschwindigkeit, die Spezialisierung nimmt kontinuierlich zu, mit einer Geschwindigkeit, die wir bis dato nicht gesehen haben. Das Zweite ist, die Fähigkeiten der Menschen muss sich viel schneller anpassen. Innovationen haben einen ganz anderen Speed entwickelt in den letzten Jahren. Es gibt Disruption, es gibt Startups, die entstehen, die groß werden, die sterben. Das heißt, die Fähigkeiten von Mitarbeitern müssen sich kontinuierlich anpassen und im Recruiting muss man kontinuierlich darauf reagieren. Und ich glaube, mit einem stärksten Treiber, der um die Präsenz ist, das heißt jetzt Generation X, Y, Z, aus meiner Sicht können Sie nehmen, welche kannst du nehmen, welche du willst, die Wertesets und die Einstellung zu Leben, zur Arbeit, haben sich dermaßen fundamental verändert, dass auch im Recruiting das ein wesentlicher Treiber ist, anders auf die Themen zu schauen. So. Und gleichzeitig reduziert sich die Anzahl der Bewerbungen um 50%. Das heißt, wie können wir eigentlich auf diesen Themenkomplex schauen? Wie können wir feststellen, im Recruiting sind wir gut unterwegs, sind wir weniger gut unterwegs und was ist die wesentliche Kennzahl? Denn ich bin überzeugt davon, was wir nicht messen, können wir nicht managen. Das ist irgendwie keine David-Vitrano-Weisheit, sondern von einem Mann, der, glaube ich, deutlich mehr wusste, als ich es tue. Und dafür muss man noch ein bisschen rauszoomen aus dieser Frage, in der wir uns häufig im Recruiting-Kontext bewegen. Wir reden über Kanaleffizienzen, wir messen Conversion Rates. Aber die Frage ist, was ist so diese Masterzahl, mit der wir feststellen können, gut, weniger gut, stark und kombiniert, komme ich später dazu, mit der monetären Kennzahl, welchen Einfluss habe ich auf den unternehmerischen Erfolg? Und
bekanntlich bestimmt die Perspektive die Erkenntnis. Und ich hoffe, dass Sie irgendwie in 20 Minuten eine neue Perspektive haben auf diese Frage. Time to hire. Jetzt habe ich ein paar Mal über Time to hire gesprochen. Time to hire ist eine Kennzahl mit vielen, vielen Interpretationen. Ganz diffus, wird unterschiedlich gemessen mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten. An sich ist es egal. Mein Impuls, den ich euch gerne mitgeben möchte, Hauptsache wir messen. Wir bestimmen einen Anfangspunkt, einen Startpunkt, bestimmen einen Endpunkt. Und das ist dann dein Korridor, an dem du für dich und für dein Unternehmen definierst, das ist der Zeitraum und die Prozessschritte im weitesten Sinne, auf die ich schaue, um festzustellen, wie ist die Zahl, was ist der Ausgangspunkt, was ist meine Referenz und später komme ich dazu, wie wirkt das eigentlich auf den Unternehmenserfolg und habe damit ein ganz anderes Werkzeug in der Hand. Das heißt, per se, noch ist die Time to Hire, weil es keinen Standard gibt, nicht vergleichbar. Das ist eigentlich Stand heute. Es ist sehr, sehr individuell, aber man muss zumindest beginnen, darüber nachzudenken mit dieser Meta-KPI. Und die ist auch nicht neu. Also die Time to Hire ist ja eine Kennzahl, ich glaube, die ist vor 10, 15 Jahren in den ersten HR-Literaturen aufgetaucht. Aber wir stellen fest, dass es wichtig ist, komme ich später nochmal dazu, um das Recruiting oder HR als Ganzes aus dieser kostenstellen Ecke rauszubewegen, wichtig ist, mit einer Meta-Kennziffer stärker zu agieren. Jetzt haben wir uns gedacht, okay, das kann jetzt die Meinung sein von Xing und von Xing E-Recruiting. Wir fragen 200 Personalberater gemeinsam mit Forsa, wie 200 Personalentscheider, nicht Personalberater, 200 Personalentscheider und Geschäftsführer und Unternehmen, wie wichtig Erfolgskontrolle im Unternehmen ist. Und da sehen wir, dass das Thema Kanalperformance mit über 50% immer noch an Position 1 ist und weniger als die Hälfte der Unternehmen sagt, Time to Hire ist für uns eine wichtige Kennzahl für die Erfolgskontrolle, die wir nutzen. Demgegenüber steht aber, dass 80% der Befragten sagen, Time to Hire ist die Kennzahl, die für uns wichtig ist. Cost of Vacancy beispielsweise ist ja auf Position 6 mit nur 8%, ist meines Erachtens völlig unterrepräsentiert. Warum, werde ich gleich nochmal einmal sagen. Dann haben wir gefragt, ja, ist das nur eine Illusion, dass die Zahlen länger werden, dass die Zeiträume länger werden? Wie blickt ihr, liebe Personalentscheider, auf diese Frage, Fachkräftemangel spürbar, ja oder nein? Und wie hat sich dieser entwickelt? Und 3/4 der Befragten geben an, dass sie bis zu einem halben Jahr benötigen, um vakante Positionen zu besetzen. Kann man irgendwie 100 im Durchschnitt der IAB nochmal einordnen, ist es so, 2/3 sagen, das ist die Time to Hire für eine Fachkraft dieser 200 befragten Unternehmen. Die Frage, dieses, was Sie vorher hatten, ja? Offer Acceptance Rate von 25%. Ja. Das heißt, dann brauche ich ja 4 finale Kandidaten, um 100% zu besetzen. Ist das richtig interpretiert? Nein, das ist nicht die Offer Acceptance Rate im Durchschnitt, sondern 25% der Befragten haben gesagt, dass die Offer Acceptance Rate, also 1/4 der Befragten hat gesagt, das ist eine wichtige Kennzahl. Das ist nicht die Rate ist nicht 25%. Okay. So, 2/3 sagen 6 Monate, bis zu 6 Monate. Und was passiert mit diesem Trend? Da haben wir gefragt, okay, einmal Blick in den Rückspiegel, einmal Blick nach vorne. 73% der Befragten sagen, in den letzten 5 Jahren ist das Thema verschärfend. Und in den kommenden 5 Jahren, das sagen genauso viele nahezu, wird sich das Thema weiter verschärfen. So, um jetzt einmal das in den monetären Kontext zu setzen, wir haben verstanden, es gibt irgendwie Megatrends, es gibt New Work, wir brauchen New Recruiting, die Time to Hire ist Konsens, zumindest gemäß dieser Forsa-Umfrage, müssen wir im Auge behalten. Wie können wir jetzt aber diesen Konnex zwischen Time to Hire und Unternehmenserfolg herstellen? Ist aus meiner Sicht die beste Möglichkeit, über unbesetzte Stellen zu kommen. Wir diskutieren viel mit Unternehmen, also das, was ich hier erzähle, ist immer auch entstanden aus Gesprächen mit über 20.000 Kunden, Unternehmen, mit denen wir uns kontinuierlich, nahezu täglich unterhalten,
Und natürlich aus eigenen Erfahrungen bei Xing, weil wir selbst 20% pro Jahr wachsen an Mitarbeitern. Und wir stellen diese Fragen auch für uns täglich. Das ist einer der wesentlichen Wachstumshemmer. Das Thema Recruiting, wir haben es dort anders aufgestellt. Aber das Schlüsselargument zu der Frage, wie können wir Recruiting richtig positionieren im Unternehmen, wie kriege ich Top-Management-Attention, ist die Kosten der unbesetzten Stelle. Das sind Recruiting-Kosten, Kosten pro besetzte Stelle, irrelevant. Das ist egal, ob die 5.000 kostet oder 10.000, die Besetzung einer Stelle. Wenn man sich vor Augen führt mit dieser einfachen Dreisatzrechnung, Sie finden unterschiedliche Formeln zu, wie berechne ich Cost of Vacancy. Das ist ein Beispiel, Abteilungsleiter, Brutto-Brutto-Jahresgehalt mit Lohnnebenkosten 80.000 Euro. Kostet Sie diese Vakanz pro Tag, pro Arbeitstag 1.000 Euro. Und wenn Sie das ins Verhältnis setzen, jetzt haben Sie die durchschnittliche Time to Hire, können Sie nach runter drillen, nehmen dann Ihren durchschnittlichen Wert an Vakanzkosten und das kriegen Sie schön in Geschäftsführersprache, in eine P&L, in eine Gewinn- und Verlustrechnung und auch in die Bilanz, weil den Time to Hire kriegen Sie nicht in die Bilanz. Das heißt, da ist unsere Erfahrung ganz klar, um auf diesem Thema zu sensibilisieren, musst du dich mit dieser Kombination aus Zeit und Geld, aus der Recruiting-Perspektive, auseinandersetzen. Und ich weiß jetzt nicht, wer von euch jetzt Personalentscheider ist, wer schon in der Geschäftsführung ist. Entweder kann das nochmal ein Tipp sein, ein Impuls sein für, mit solchen Dingen gehe ich zu meinem Geschäftsführer oder ich bin Geschäftsführer und konfrontiere damit jetzt die Recruiting-Verantwortlichen. Eine ganz kurze Frage. Ja? Sprichst du über Arbeitstage oder über Kalendertage? Jetzt muss ich nochmal nachschauen, welche Formel ich hier verwendet habe. Ich glaube, das sind Arbeitstage 220 und... Das sind Arbeitstage und das jetzt mit unserer Time to Hire eingesetzt, mit den 59. Okay, 59 und Arbeitstag. 59 Arbeitstage. Ja. Hm? Aber das meinte ich vorhin, es gibt unterschiedliche Definitionen, am Ende musst du jetzt einfach mal den Tag klären. Genau, das ist Arbeitstage. Ja, okay. Fünf Arbeitstage, fünf Danke. Tage, oh, gerne. So. Ziel war jetzt in diesem ersten Teil noch zu sagen, ich glaube, es gibt einen gewissen Einfluss zwischen Recruiting und Unternehmenserfolg. Und jetzt ist zumindest mal unsere Ambition, dass ich heute so ein paar Ideen teile, welche Einflussmöglichkeiten gibt es denn, um auf diese Time to Hire positiv zu wirken, um sie zu verkürzen. Und wir haben jetzt der Einfachheit halber vier Blöcke gebildet. Das ist nicht sich vorzustellen, das sind vier Phasen auf der Time to Hire, auch wenn die Reihenfolge in etwa dem Prozess entspricht, wie wir auf eine Time to Hire blicken. Aber es sind jetzt vier Bausteine und aus jedem Baustein möchte ich Ihnen vier Themen vorstellen, wo wir glauben, es gibt nochmal einen Hebel. Beginnen mit der Recruiting-Strategie über die Frage, wie positioniere ich mich, wie source ich eigentlich und wie bewerte ich Kandidaten. Wie wähle ich diese aus? Und zu guter Letzt nur ganz kurz einmal streifen, was hat das Thema Retention und Wettbewerb, also Mitarbeiterbindung, mit dem Thema zu tun. Recruiting-Strategie. Wie ich eben schon mal fallen ließ, ich glaube, die Zeiten sollten vorbei sein, wo Recruiting eine Kostenstelle ist im Unternehmen. Und wir kommen immer wieder zu Unternehmen, wo wir feststellen, die Wertschätzung gegenüber dieser Funktion und diese Awareness für diese Frage, wie wichtig ist das eigentlich, das kann man nur ändern, indem man proaktiv sich Gedanken macht, wie werde ich aus so einer Administrationsverwaltungstätigkeit als gesamtes Team stärker das Team mit dem strategischen Weitblick. Und das sind, wie gesagt, vier Themen, die aus unserer Sicht wichtig sind. Das erste ist, vorausschauend über Talentpooling nachzudenken. Also der Transformationsprozess in einem Recruiting-Team, finde ich, ist an so einem Punkt schön abzulesen, dass man letztendlich die Vakanz abkoppelt von der Aktivität. Wir stellen fest, oft entsteht die Aktivität, in dem Fachbereich A sich B wünscht und Fachbereich C am liebsten vorgestern eine Shortlist hätte zu einem bestimmten Thema. Und wir glauben, dass die Aktivität und die Arbeit völlig unabhängig von Vakanzen entsteht. Natürlich, wenn Sie im Unternehmen null rekrutieren in den nächsten drei Jahren, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, zumindest Fluktuationsausgleich in den meisten Unternehmen, die leicht wachsen, gibt es immer. Deshalb glauben wir, das Thema Pooling, Abkoppeln von Vakanz, früher an später denken, in der Arbeit die Pools anzulegen, ist eine der wesentlichen Maßnahmen, um zumindest in so eine strategische Perspektive zu kommen. Das zweite ist, die Strategie datengetrieben und agil voranzutreiben, sich Dinge zu überlegen, das kennen Sie wahrscheinlich im Software-Kontext, agil ist irgendwie Build, Measure, Learn, also ich versuche was zu tun, messe,
adaptiere, fangen wieder von vorne an. Wir sammeln auf dieser ganzen Strecke teilweise so, so viele Datenpunkte, nicht nur diese Meta-KPI, die wir uns zunutze machen können, um in einzelnen Schritten zu schrauben, und das muss Standard sein. Zahlengetrieben und datengetrieben die Recruiting-Strategie weiterentwickeln. High-Level-KPI und natürlich, wo notwendig, auf den jeweiligen Ebenen. Wir stellen immer wieder fest, dass in der die Recruiting-Bausteine, Module, Kanäle sind historisch gewachsen. Tipp, auch hier einen kurzen Moment innehalten, weniger ist mehr. Nicht 47 Dienstleister, die es zu managen gibt, mit aufwendigen Netzwerkeffekten, mit jährlichen Ausschreibungen, Preisverhandeln. Weniger ist mehr. Und das ist sicher ein mutiger Schritt, der viel Überzeugungsarbeit kostet, auch mal jemanden einzustellen, für den ich keine Vakanz habe. Nochmal kurz in Erinnerung, diese erste Folie, Fähigkeiten verändern sich und Aufgaben, vielleicht jemanden einzustellen mit einem Kompetenzset für eine Rolle, die ich heute nicht habe oder von der ich heute auch noch gar nicht weiß, dass ich sie brauche in Zukunft. Aber das ist, wie gesagt, ein Thema, wo man erstens gewisse Investitionsbereitschaft und eine gewisse Weitsicht auch erwarten sollte. Proaktiv handeln, raus aus der Administration, den Unternehmenserfolg mitgestalten, das auch nachweisen. Das ist für mich in diesem Baustein Recruiting-Strategie. Positionieren, sourcen und sammeln und bewerten. Zweiter Einflussfaktor. Eine authentische Positionierung des Unternehmens und ein sauberes, attraktives Management für die Bewerber und eine saubere Ansprache. Was heißt jetzt sauber? Sauber ist für mich stärker besetzt mit dem Begriff Authentizität. Authentizität setzt Vertrauen voraus, dass das Unternehmen, das repräsentiert wird, so ist, wie es ist und nicht die Hochglanzbroschüre auf der Karrierewebsite, sondern eben genau das liefert, was ich auch als Positionierung vorgebe. Und das ist nicht so trivial, weil für mich ist das Fundament jeder Aktivität eine gut positionierte und authentische Arbeitgebermarke, die Vertrauen und Transparenz transportiert. Weil das technologisch heute erstens möglich ist und zweitens beim veränderten Werteset, wie eingangs erzählt, auch eine Grunderwartungshaltung ist möglicher Kandidaten. Und Transparenz ist mit den heutigen Technologien einfach zu schaffen. Von 360-Grad-Videos über Bewertungen, über viele Dinge, die es da draußen gibt. Das Zweite ist, nicht nur das Bild und das Selbstverständnis der Recruiting-Organisation, insbesondere das Selbstverständnis der Recruiter-Rolle muss sich ändern, um positiv auf die Time-to-Hire wirken zu können. Recruiting-Kompetenzen sind mehr Marketing und Sales, als es wahrscheinlich in der Vergangenheit der Fall war. Bei Xing haben wir Recruiter-Rollen für Tech-Hiring, wir haben spezifische Recruiter für Marketing und Sales, wir haben spezifische Recruiter für Controller. Die Recruiter sind so nah an der Zielgruppe, die sind auf Branchen-Events unterwegs, sie sind Spezialisten, die halten teilweise Vorträge und sind so in der Lage, mit den Kandidaten auf Augenhöhe zu sprechen. Über Dinge, die ich als Generalist wahrscheinlich nie machen könnte. Ich bin erster Botschafter mit der Arbeitgebermarke im Rücken und bin Fachspezialist auf diesem Profil, auf dem ich suche. Und ich denke in ähnlichen Prozessen und Schritten, wie es wahrscheinlich Marketeers und Verkäufer tun. Empfehlungsprogramme. Bei uns kommen 30% aller Einstellungen über Mitarbeiterempfehlungen. Das heißt, nahezu jede dritte besetzte Stelle über Mitarbeiterempfehlungsprogramme. Das klingt trivial, jeder sagt für sich, wir haben etwas, und wenn es nur der Aushang an der Toilettentür ist für We Want You, wir glauben, das muss man systematisieren. Man sollte systematisch darüber nachdenken, wie ich zum einen erstmal den Recruiter aktiviere, in Kampagnen zu denken, um die Mitarbeiter zu aktivieren, Empfehlungen auszusprechen. Und als drittes muss ich natürlich den Kandidaten aktivieren. Das merkt man schon, ich habe irgendwie drei Triggerpunkte, an denen ich arbeiten muss. Der Recruiter, der eigene Mitarbeiter und der Kandidat. Und das geht auch heute softwaregestützt ganz, ganz smart. Weil ganz abgesehen von, wie ist durchschnittlich die Verweildauer von über Mitarbeiterempfehlungsprogrammen eingestellten Kandidaten. Active Recruiting, damit ist nicht gemeint Active Sourcing, sondern Active Recruiting ist gemeint diese Kombination aus Talentpooling, Wechselbereitschaft messen, Hand in Hand verzahnt darüber nachdenken, Multikanal
Stellenanzeigenbesucher, kann ich aktiv ansprechen, kann sie in Pools verwalten. Damit ist wirklich gedacht, nicht nur im Sinne von alter Denke, Passive und Active Recruiting, sondern aktiv, Multikanal und Kanal als Gattung gedacht, als Disziplin gedacht, darauf einzuwirken. Kandidatenauswahl. Da gehe ich jetzt ein bisschen schneller drüber, weil ich glaube, es ist klar, dass man von hinten denken muss, um die Time to Hire zu verkürzen. Was passiert davor und wie kann ich auf den letzten Conversion-Schritt die Schritte davor optimieren? Der viel wichtigste Punkt bei dem Baustein ist für uns ganz klar Bewerbermanagementsysteme. Wir wissen, dass 50% der mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum keinen ATS nutzen. Und Excel ist bei uns, by the way, keine Digitalisierung. Es gibt noch Excel. Bewerbermanagementsysteme sind nicht mehr mit, oh, ich muss meinen IT-Leiter überzeugen, ich habe hier ein riesen Softwareprojekt, brauche nur einen extra Serverraum und habe alle Stakeholder im Haus abzuholen. Die kriegen Sie heute als SaaS-Lösung. Die sind individuell konfigurierbar, die sind schnell einsatzbereit, die sind auch gar nicht mehr so teuer. Und Bewerbermanagementsystem managt ihren Prozess, wie der Name sagt. Und wir sehen, wenn wir KPIs analysieren, wie viel Zeit verloren geht, an diesem kleinen Beispiel Termine zu koordinieren mit den Fachbereichen. Ein Riesenhebel kriegen Sie relativ smart abgebildet. Gibt es eine vollständige Integration in Outlook und Co. Und das ATS sagt dem Recruiter, schlägt vor, wann die nächsten freien Termine sind. Und also kleine Nicklichkeiten. Natürlich brauchen Sie die Management-Attention, dass die Führungskraft weiß, Recruiting ist ja A-Priorität. Vielleicht hat die Führungskraft sogar in den Zielen stehen, Time to Hire oder Cost of Vacancy für seinen Bereich. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Hier ist es, glaube ich, wirklich ein einfacher und schneller Hebel durch den Einsatz von Tools. Cultural Fit kann man machen. Die Frage ist, mit welchem Aufwand was man betreibt, wie gut passt das Werteset des Kandidaten zum Werteset des Unternehmens in der Auswahl. Auch da gibt es Möglichkeiten, das zu unterstützen. Und nutzen Sie auch hier die Kraft der Digitalisierung. Es gibt Feedback-Kanäle, Feedback im Sinne von, wie interagiere ich mit zwischen Feedback der Führungskraft und Recruiter und Peers, die in den Recruiting-Prozess involviert sind. Das kann einmal natürlich ein ATS, aber auch andere Werkzeuge bieten heute schon an, dass Sie mit einfachen Systemen und schnellen Schleifen sofort Feedbacks der in den Prozess involvierten Menschen einsammeln können. Hier, wie gesagt, nur ein ganz kurzer Ausflug. Natürlich wirkt dieser Block nicht direkt auf die Optimierung der Time to Hire, wirkt aber indirekt auf Anzahl der Vakanzen und Recruiting Power im Wesentlichen. Ich glaube, da können wir rübergehen. Mitarbeiter sind Wunder, haben wir heute Morgen gelernt. Das ist ein Punkt, finde ich, spüre ich immer wieder, ist, glaube ich, nicht so transparent. Bei Xing beispielsweise steht unser CEO jeden Freitag eine halbe Stunde Rede und Antwort vor 1400 Menschen bei Xing, alle Lokationen per Video zugeschaltet. Wir haben ein interaktives Feedbackboard. Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, Kommentare, Fragen einzustellen. Alle Mitarbeiter können hoch und runter voten. Unsere Mitarbeitervertretung pickt sich 5 und die 5 meistgevotesten werden gepickt und der CEO stellt dazu eine Antwort. Heißt nicht, dass das jetzt der richtige Weg ist für jeden von euch. Ich glaube aber, strukturiert und nicht in einer einmal jährlichen Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung, die in der Schublade verschwindet, zu schauen, wie ist denn so die Stimmung bei uns, ist, glaube ich, das eines der wirksamen Tools, um zu verstehen, wie es um die Organisation steht. So, das wie gesagt im Hinblick auf die Zeit ganz flott. So, 16 Punkte waren das jetzt aus 4 Blöcken. Ich habe gedacht, ich gebe nochmal irgendwie 5 Dinge mit aus unserer Sicht, wo ich sagen würde, damit könntet ihr vielleicht morgen, wenn ihr zurückkommt an den Arbeitsplatz, schon mal vorsichtig anfangen auf der Frage, Einfluss nehmen auf Time to Hire. Das erste ist, meine KPI zu definieren. Wahrscheinlich hat jeder eine. Gibt es eine Meta-KPI, ja oder nein? Und wie kriege ich das operationalisiert und übertragen, kombiniert mit Kosten, in einer Recruiting-Strategie eingebettet? Macht ihr euch selbst oder wem auch immer in den Entscheidungsgremien der Organisation klar, welchen Zusammenhang es gibt zwischen Recruiting und Unternehmenserfolg? Ich glaube immer noch, Recruiting wird hochgradig unterschätzt. Drittens, Employer Branding ist das Top-Thema. Bei dieser Forsa-Studie, die ich eben aufgeführt habe, 80% aller Befragten sagen, Employer Branding ist der größte Hebel, um die Time to Hire zu reduzieren und nutzt die Power
der Mitarbeiter. Mitarbeiter sind die wichtigsten Markenbotschafter und ein wesentlicher Recruiting-Kanal, der häufig unterschätzt wird. Direkt nach diesen 80% kommt dann zweiter Position, 74% der Befragten haben gesagt, aktives Recruiting ist der zweite große Hebel, größte Hebel, um die Time to Hire positiv zu beeinflussen. Und das ist eher gedacht in Nutzung digitaler Werkzeuge, Multi-Channel und Data-Driven und integriert denken. Nur dann kommt die wirkliche Kraft zum Tragen. Und zu guter Letzt, Schluss mit Excel-Listen. ATS-Systeme sind heute wirklich Quantensprünge voraus im Vergleich zu vor 3 Jahren. Ja, kennt ihr eure Haupt-KPI? Kennt ihr eure Time to Hire? Kennt ihr eure Vakanzkosten? Habt ihr Phasen für euch, in die ihr reinschaut? Aber positiv ausgedrückt ist für mich das Wichtigste nicht, wir verlieren Zeit, sondern wir haben genug Hebel in der Hand, um die Time to Hire zu verkürzen. Vielen Dank, ich freue mich auf Fragen.